So, herzlich willkommen meine Krieger und Kriegerinnen zurück zu Infliction. Ich musste nochmal an die Stelle zurückspielen, wo ich war, weil der hat nämlich oben gespeichert, als wir von der Bewusstlosigkeit wieder aufgewacht sind. Ja, ich habe gar keinen Bock. Und ich muss theoretisch 2 Stunden aufnehmen. Ich habe gerade trainiert, bin völlig durchgeschwitzt, dann dachte ich mir so, gehe ich jetzt duschen? Ach nee, ich spiele eh noch Infliction. Scheiß drauf. Da kann ich jetzt auch noch, kann ich das Duschen auch sein lassen. Kann ich nachher machen, weil ich werde hier eh Rotz und Wasser heulen und schwitzen. So, das ist meine... Das Schlimme ist ja, wenn du nicht weiter weißt, hilft eventuell Sarahs Tagebuch. Das ist doch ihr Tagebuch. Finde einen Weg, den Geist zu bezwingen. Vielleicht hilft dir ein Buch über Okkultismus. Das Schlimme ist ja, das Spiel dauert anscheinend noch sehr, sehr lang. Weil es gibt ja noch so viele Erinnerungen. Okay. Ein Buch über Okkultismus. Die Tür war vorher noch zu. Safe. Safe, warte. Oder? Oder habe ich das jetzt gerade einfach übersehen? Scheiße. Okay, Bruder, Angst ist eine Entscheidung. Was ist das? Meine Gedanken sind... Who is he? Meine Gedanken sind schwarz, schwarz wie die Nacht. Life is sparse, a total absence of light. When it's all over, come find me there. A broken soul, I belong nowhere. 4. Juni. I feel better today. Ist das nicht der amerikanische Feiertag? Nee, das wollte ich nicht hier. June 6, 1999. My hands are shaking as I write this. Maggie's gone. Michael's gone. And Gary's gone too. At least the man I love is. It's just me and the monster living inside Gary. And the beatings are getting worse and I'm running out of excuses. So tired. The lady next door came over yesterday. She must have heard something. She urged me to call the police, but I just can't do it. I love Gary so much. He's never gotten over Michael leaving us, and he blames me. Maybe it is my fault. All he does is drink, locked in that basement day and night reading those weird books. He's so unhinged now. What do I do? Can't abandon him. I know Gary's in there somewhere, and I'll be right here when he surfaces again. Fuck, this is so hard. I have to stay strong for him. Okay, okay, Freunde. Wer ist Michael? Gary sind wir. Maggie ist unsere Tochter. Das hat unsere Frau geschrieben. Wer ist Michael? Okay, jetzt geht die Gaudi los, oder? Boah, hab ich keinen Bock. Wow! Ach du Scheiße! Ich bitte dich. Du willst mir jetzt Dankeschön. Warum sind es eigentlich immer langhaarige Frauen? Warum ist es nicht mal... Okay, vor Kindern hätte ich auch Angst. Und vor Puppen auch. Spinnen. Ja, so ein Jason-Killer. Oh Gott, da. Ja, schau sie an, eine Schönheit. Wirklich natürliche Schönheit. No filter needed und so. Ey, was muss ich denn jetzt machen? Ein Buch über Okkultismus finden. Das wird doch sicher noch irgendwie wichtig sein, oder? Amy L. All you need is love.
Oh Gott. I look in the mirror, I see only a husk. Oh Gott. Alter, direkt Gänsehaut am Rücken bekommen. Warum spiele ich denn sowas? Es ist eine fucking Tür, warum spiele ich denn sowas? Das ist doch witzlos. Ist es dein Ernst? Und warum sind überall diese Bilder? Und ich wollte mich diesmal zusammenreißen. Wisst ihr, ich... Oh, Bier. Ich wollte mich diesmal zusammenreißen. Und sagen, komm, Junge, das kriegst du schon geschissen. Das ist der Spiegel. Jetzt habe ich safe irgendeine Erinnerung verpasst. Und ich wurde in irgendeine dunkle Welt katapultiert. Lass mich wieder zurück. Bitte lass mich wieder zurück. Oh. Ich spiele ab sofort nur noch irgendwie sowas wie Alba. Noch mehr Bier. Oder irgendwie ist nicht letztens so ein Disney-Spiel rausgekommen? Ich spiele sowas nicht mehr. Ich mach das nicht mehr. Ich mach das nicht mehr mit, Freunde. Hey, hier ist alles gespiegelt, oder? Jeez. Keep out. Insanity lies beyond the wall. You'll lose your soul. Ja, meine Liebe, ich bin rothaarig. Das heißt, der Deal wurde längst gemacht. Also bezüglich meiner Seele und so, you know. Ja gut, wir müssen da jetzt runter. Klar. Klar würde ich da jetzt runtergehen, wenn irgend so eine... Warte, ich mach hier zu. Hallo? Oh, scheiße. Ja, wunderbare Bilder. Schatz, dass sie dich nicht an der Kunstakademie genommen haben, wundert mich schon sehr. Wirklich. Irgendwelche Erinnerungen? Hier ist alles verkehrt herum. Nimm die Axt mit, Bruder, bitte. Tu es für uns beide. Wirklich. Ich mein's doch nur gut mit dir. What the fuck? Boah, das ist die Maske, die wir beim Töten getragen haben. Das sind, ja, freilich, nordische Runen. Was sonst, Freunde? Was sonst? Was sonst? Ja, sehen wir da eine Ähnlichkeit? Wartet, sehen wir da eine Ähnlichkeit? Vielleicht findet ihr das Zeichen auf meiner Schulter. Okay, naja. Sorry, ich habe meine eigene Art, um mit der Scheiße umzugehen. Ist das etwa ein Buch über Okkultismus? Ist das ein Buch über Okkultismus? Wie kommt man denn jetzt da drauf? The intricacies of wielding such power. The book and the rites within will no longer be needed. Your body and soul will become a conduit for the darkness. Dark power and energy will be transferred through you into an object or focused on a task. You will give direction to those energies, their agent on this plane of existence. That does not mean this book should be taken lightly. It contains dangerous and should always be treated with respect. Warum kriege ich da keine Übersetzung? Okay. Kolloquium, davor hatten wir alle beim Abi Angst, wir kennen's.
Opferrituale. Großartig. Ein gewaltsamer Tod bringt hasserfüllte Geister hervor. Um einen solchen Geist zu befreien, musst du ein Ritual durchführen. Für das Ritual benötigst du folgende Objekte, die mit dem Geist in Verbindung stehen. Einen beliebigen Überrest des Verstorbenen, ein Bild des Verstorbenen, Kleidung, die vor dem Angesicht des Todes getragen wurde, ein Familienerbstück oder Andenken. Reinige alle Objekte durch das Feuer der Flamme und verstreue Asche am Ort des Verbrechens. Fair. Nichts wie raus. Da passiert doch jetzt irgendeine Scheiße. Die lässt mich doch nicht einfach gehen, oder? Hi. Mein Gott, du bist wunderschön, Schatz. Jetzt hat sie uns getötet. Okay, ja gut, da konnte ich mich jetzt auch drauf vorbereiten. Da konnte ich mich jetzt irgendwie drauf vorbereiten, dass das passiert. Du hast ja Hoffnung. Boah, stopp, wo hast du gespeichert? Oder war das? Das sollte so sein. Ich bin jetzt einfach in sie reingelaufen. Ich dachte, jetzt ist sie da, jetzt komm, jetzt stellen wir uns der Kreatur auch mal. Der Schönheit, unserer lieben Frau. Finde Überreste von ihr. Der erste Gegenstand, der für das Ritual benötigt wird, ist ein Überrest der Verstorbenen. Vielleicht findest du in der Nähe ein paar Haare oder einen Zahn. Haare, die Idee fand ich gut. Warum du einen Zahn finden solltest, I don't fucking know. Es erinnert mich so ein bisschen an Layers of Fear. Layers of Fear habe ich privat gespielt mit meiner damaligen Freundin. Die war ein Riesenfan davon. Den zweiten Teil fand ich, um ehrlich zu sein, nicht so geil. Den ersten fand ich super stark. Beruhigend. Okay, ich muss es einmal riskieren. Ist das ein Dachbodenluke? Nee. Mein bester Freund, das ist nicht irgendwer. Mein bester Freund, sind alle Lichtschalter. Das ist ein anderes Plakat auf jeden Fall, so viel kann ich sagen. Rain, Rain, go away. Das ist eine Anspielung auf Stephen King's AS 100 Pro. Brauchst mir nichts erzählen. Bin ja nicht der Rucksack-Sepp. Komm, mach die Scheiße aus. Maggie's Room. Okay, was passiert, wenn ich aufs Scheißhaus gehe? Ich geh kacken, sie tötet uns? Na, so anstandslos ist nicht mal sie, dass sie uns jetzt beim Scheißen tötet. Ich sag's euch, wie es ist, wenn es mit dem Spiel so weitergeht, wird dieser Schreibtischstuhl auch zu meinem Klo. Baby. Wo sollen wir... Also, es wird safe auf den Zahn rauslaufen. Ich würde ja Haare als allererstes mal in unserem Schlafzimmer suchen, oder? Im Bett. Ich meine, sie hat lange Haare. Uff, was ist das für ein Raum? Da war ich noch nie drin. Der Staubsauger sieht weird aus.
Schöne Nähmaschine. Boah, nimm doch irgendwas mit. Du hast gar keinen Bock, dich zu bewaffnen, sehe ich das richtig? Also du bist wirklich so... Ich sag dir, wie es ist, du bist so maximal überlebensunfähig, Kollege. Oh, das Scheißhaus ist weg. Ich meine, das Spiel ist sowieso ab 18, das heißt, ihr solltet auch nur reinschauen, wenn ihr 18 seid. Daher werde ich mich in meiner Wortwahl überhaupt nicht zurücknehmen, weil ich wirklich die Hosen voll habe. Ich könnte 3 Pampers tragen gleichzeitig und es würde trotzdem durchsippen. Okay. Cool bleiben, Odin. Du heißt... Was? Verstecken? Oh. Oh, das ist nicht gut, dass man das kann. Du hast dich schließlich Odin Let's Play genannt und nicht Diarrhea Let's Play. Kommt was, oder? Ist es so ein Test, wer die Lampe zuerst anmacht, verliert? Boah, ich könnte ja dieses... Es gibt doch so ein Spiel, das reagiert auf die Stimme. Ich glaube, da würde ich so instant draufgehen, weil ich die ganze Zeit am Reden bin, wenn ich Angst habe. Ich kann die Situation gerade null einschätzen. Ich höre bloß dieses... Ich spüre dieses Wrummen. Müssen wir damit leben, dass das existiert, oder ist es auch irgendwann wieder weg? Aber die Tatsache, dass wir das können, ist nicht gut. Okay, es wird weniger. Okay, es ist weg. Na gut. Ja, ich will das Tagebuch. Hi Sarah, I'm your only friend. Oh Gott, das sind Antidepressiva. And we're your husband's friends. Großartig. 1st of June, 1990. I asked him today what he does down there. He just stared at me silently with pure hatred. I don't understand how this happened. I don't know him anymore, and sometimes he scares me. He spends all of his time in that basement. Next time he does a bear run, I'm gonna sneak down there and look for myself. Trust Gary. The man I'm living with isn't Gary anymore. I have to keep Maggie safe. If nothing else. Michael war der Hund, oder? Okay. Na, wir sind, was Erinnerungen angeht, doch ganz gut im Spiel. Okay, sie hat einen Zahn verloren, stand in dem Tagebuch, während des Dinners. Da, ich zeige es nochmal kurz. Hier, I lost a tooth during dinner. Das heißt, im Speisesaal könnte ein Zahn von ihr liegen. Gut, Freunde, ich würde mich an der Stelle für heute verabschieden. Wir sehen uns morgen wieder zu Infliction. Ich freue mich 0,0 drauf. Haut rein, euer Odin Let's Play. Ciao, ciao.